Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Part Let's Play Minecraft. Was steht denn heute an? Part 188. Mal heute, ne? Was haben wir denn? Den Weg außen zwischen der Holzfällerhütte und der Mungengebäuden von Birklingen bauen. Außerdem wäre es noch gut, die Glocke in die Kirche einzubauen und mit einem Redstone-Mechanismus so zu programmieren, dass ständig ein Klingeln aus der Kirche zu hören ist. Ich habe das ehrlich gesagt getestet beim letzten Mal, also nachdem ich die letzte Aufnahme beendet habe, mit so einem Wiederholer. Ich habe schon mal so einen Wiederholer programmieren können, dass dieser Klang dauernd sich wiederholt. Aber ich weiß nicht mehr, wie es geht. Das habe ich zuletzt vor 12 Jahren gemacht in meinem Minecraft Let's Show. Und ja, das ist natürlich etwas her. Und jetzt weiß ich es nicht mehr. Genau. Deswegen lassen wir das einfach mal. Und ich denke mal, dass es auch auf Dauer nervig ist, wenn man ständig so ein Glockengeräusch hört. Was wir allerdings jetzt machen können, wäre dieser Weg hier endlich, diesen Weg hier weiterzubauen. Also von hier, bis, ja, wir können hier drunten durchgehen, von mir aus dann da lang, in diese Richtung. Was brauchen wir denn dafür? Ich glaube, wir brauchen Erde. Also Erde brauchen wir, glaube ich, auf jeden Fall, ne? Weil sonst können wir das Ganze nicht so optimal terraformieren, wie wir es gerne hätten. Und Cobblestones brauchen wir natürlich auch für den Weg an sich. Jetzt muss ich bloß schauen, wo wir noch Sachen haben. Ja. Hier ist ja reichlich Erde vorhanden. Genau, ich glaube, das war ja die Erde, die wir ursprünglich hier in dieses Loch hier eingesenkt haben, bevor mein Datenverlust kam, ne? Ja, gut, dass wir die Erde jetzt dort bei uns haben. So, ich glaube, ich lagere zuerst, diese kaputte, fast kaputte Eisenschaufel nehme ich mal mit. Das kann ich reinlagern. Das Glas braucht man, glaube ich, auch nicht mehr so auf die Schnelle. Das lage ich auch einfach mal hier rein. Ja, wir müssen uns gleich um die Schafe kümmern. Die schreien schon wieder nach Liebe. Dann lage mir mal die ganzen Holzsachen hier rein. Okay, ja, so in dem Stil. Oh Mann, alles ist voll. Warte, was war denn da gerade? Da hat sich gerade was bewegt. Oh, du hast dich bewegt. Du alter Ausreißer, du. So. Dann nehmen wir mal die Dia, lassen wir mal da. Also ich nehme mal ein bisschen Erde mit und Schaufeln brauchen wir wahrscheinlich auch. Naja, eine Spitzhacke glaube ich auch, für falls wir tiefer reindringen. Wo habe ich denn das Eisen jetzt gerade rein? Ich habe das Eisen irgendwo jetzt hingelagert, wo es eigentlich nicht sein soll. Ja, übrigens meine Sortierung, ne, ist mal wieder hervorragend. Wo habe ich denn das Eisen gerade hin? Sag mal, wo habe ich denn hin? Da, mein Gott, ich bin blind. Augenarzttermin ist schon da. Dauert noch ein bisschen. Der ist erst so Mitte Oktober. Dauert noch einen Monat. ja, Steine, nehmen wir noch ein bisschen Erde mit. Und dann machen wir noch ein paar neue Schaufeln. Meh. Ist ja schon gut. Ich komme ja gleich zu euch. Immer mit der Ruhe. Alles wird gut. Alles wird gut, immer cool bleiben. Ja, meh. Wo ist meine Schere hin? Ich habe doch gesagt, ich sollte hier immer eine Schere haben. Wo ist denn die jetzt? Ist die hier oben? Nee. Die sagen nicht mehr, sondern nee. Nee. Hey Janka, bist du schlau? Die Schafe so, nee. Da ist die Schere. Ja, jetzt ist aber auch mal gut hier. Ich komme ja schon. Immer mit der Ruhe. Ja, ich weiß, es juckt euch, weil ihr so viel Wolle wieder drüben habt. So, hier. Ich bin ja schon da. Cool bleiben. Immer cool bleiben. Und jetzt ruft mich meine Verlobte an. Wo ist denn mein Handy? Ich kann jetzt nicht. Ich bin gerade am Aufnehmen. Das ist mal wieder typisch. Typisch. Nein, du bügst jetzt nicht aus. Ich bin immer noch konzentriert. Bing. Das ist nicht euer Ding. Das ist nicht euer Ding, sondern mein Ding. Das ist mein eigenes Ding, um das ich mich kümmern muss.
Ja, wahrscheinlich will sie, dass ich sie wieder von ihren Eltern abhole. Weil ihre Mama so Angst hat. Dass sie vergewaltigt wird oder sowas, ja. Diese 500 Meter bis zu uns. Habe ich denn nicht irgendwo noch Weizen übrig? Ich habe keine Lust jetzt nochmal. Ja, ich bin richtig faul heute. Ich weiß. Ich bin faul. Deswegen ist dieser Part auch wieder so verspätet gekommen. Es tut mir leid, aber ich war gestern beim Oktoberfest in München. Und ja, dann hatte ich noch einen leichten Kater. Nee, Spaß. Ich habe wirklich nichts getrunken. Nein. Ich bin beim Oktoberfest einfach so hingegangen, ohne etwas zu trinken. Genau. Nee, ist wirklich so, weil die ganzen Dinger waren gesperrt. Also das ganze Ding war überfüllt. Ich kam da nicht rein. Ja, nicht so geil. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ein Bier zu trinken, aber nein. Nein, alles überfüllt. Warum erweitern sie das dann nicht, ne? Mehr Bier fürs Oktoberfest. So, da mache ich gleich eine Petition auf change.org. Wir wollen mehr Saufmöglichkeiten auf dem Oktoberfest haben. Das geht ja mal gar nicht, ne? Die Leute kommen zum Saufen zum Oktoberfest und dann dürfen sie nicht saufen, weil überfüllt ist. Was soll denn das? Ja, genau. Dann ist noch alles überteuert. Ich habe gelesen im Internet, ein Bier kostet 12 Euro oder so oder 14 Euro. Da kriegst du ein gescheites Menü bei McDonald's. Zum Vergleich. Ja, hier... Mein Gott, jetzt haben wir auch langsam wieder ausreichend Kühe. Ja. Ja gut, wir verdoppeln ja auch die Anzahl bei jeder Paarung, ne? Wir können ruhig ein bisschen mehr Kühe bauen. Bauen! Als wären die Kühe irgendwelche Gegenstände. Nein, Kühe sind Lebewesen und haben Gefühle. Deswegen solltet ihr kein Fleisch essen. Ach. Diese Argumentation immer. Als ob die den Schmerz fühlen. Ja gut, die fühlen den Schmerz schon, aber die... Heutzutage ist... werden die Tiere so umgebracht, dass die das nicht spüren. Ja, entweder werden sie betäubt oder es wird kurz und schmerzlos gemacht. Ja, aber es gibt natürlich, gerade so bei Metzgereien, die haben so strenge Auflagen, was Tierschlachtung angeht, dass die Tiere das nicht spüren. Ja gut, was ich sehr verwerflich finde, ist so die männlichen Küken zu häckseln. Das finde ich echt grausam und ja, das finde ich auch nicht in Ordnung. Da sollte man, glaube ich, auch was Besseres machen. Ne, also an alle, die es nicht wissen, männliche Küken können keine Eier legen und sind daher für die Industrie nutzlos und werden daher einfach, ja, in so einen Schredder reingetan, ja, wo sie dann zerhäckselt werden. Das ist... Das kann ich mir dann auch nicht ansehen, das finde ich schon grausam. Auch ich als absoluter Fleischliebhaber. Das muss jetzt dann auch nicht sein, ja. Dann könnte man vielleicht, keine Ahnung, die irgendwie als Haustiere oder so verkaufen oder so. Dann macht man ja auch Gewinn oder was weiß ich. Ja. Aber die zu häckseln finde ich schon grausam. Und eines Tieres ehrlich gesagt nicht würdig. Und ich denke mal, dass die das dann auch spüren. Weil stell dir mal vor, ihr würdet in einem Hexer reingehen. Das spürt der doch auch. Jetzt dagegen, wenn ihr geköpft wird, der spürt er dann nur ganz kurz und dann ist alles aus. Also vielleicht für eine Sekunde oder so. Schätze ich mal, keine Ahnung. Ich wurde noch nie hingerichtet. Ich war noch nie an der Guillotine, keine Ahnung. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das nicht so richtig spürt, weil
Im Prinzip trennt man ja das, den Schmerz und das Hirn, oder? Ich weiß nicht. Nee, warte. Wie realisiert man das dann, wenn man geköpft wird? Weil das Gehirn, das ist ja dann, wird dann vom Körper getrennt. Ne, und aber das Gehirn, das bleibt ja noch leben, ne? So ganz kurz noch. Selbst wenn es dann getrennt wird. Ach, keine Ahnung. Das ist so ein Thema, das damit will ich mich ehrlich gesagt nicht befassen. Das ist so makaber, wisst ihr? So grausam auch. Ich mag auch so biologische Sachen nicht. So Blut. Ja, ich habe eine Phobie davor, so über Blutsachen zu reden. Keine Ahnung. Da kann ich mich noch an die Schule erinnern. Da haben wir irgendwie so Biologieunterricht gehabt und da hat der Lehrer irgendwas von weißen Blutkörperchen erzählt. Rote Blutkörperchen. Und da wurde mir richtig schwindelig und ja, gerade wenn man mir so heute Sachen genau erklärt, so Blutkreislauf, was da alles passiert, Herz, irgendwas, sowas, wie das alles so abläuft, dass da irgendwelche Sachen verstopfen und was weiß ich, keine Ahnung, da wird mir richtig schwindelig, wenn ich daran denke. Ich muss aufhören daran zu denken. Also das ist, oder so Blut abnehmen, ja, wenn man so, also wenn ein Arzt jetzt zu mir kommt und zu mir sagt, so, wir müssen mal kurz Blut abnehmen, ey, da wird mir so schwindelig und so schlecht. Also mir wurde zum Glück noch nie Blut abgenommen, wird aber irgendwann mal kommen und ja, ich habe dann eine richtige Phobie vor dem Blut abnehmen. Also vor Spritzen habe ich keine Phobie. Ich finde es in Ordnung, wenn man mir Sachen initiiert, aber wenn man mir Sachen rausnimmt aus dem Körper, da habe ich so einen psychologischen Effekt, oh Gott, ja, der will was Böses von mir, der will mich umbringen, der will meinen Saft, der mich am Leben erhält, das klingt jetzt falsch, ich weiß, der will mir den Saft, der mich am Leben erhält, raussaugen und der macht mich dann schwächer und das ist so eine Phobie, das macht mich halt, vor dem kriege ich halt Schiss, so, ja. Da kriege ich Panik, wenn ich an sowas denken muss. Ich meine, vielleicht ist dieser Bluttropfen, oh, Bluttropfen, ja, jetzt wird's richtig schlimm. Jetzt, vielleicht ist dieser Bluttropfen der Bluttropfen, der mich am Leben erhält. Wisst ihr, so, das ist mein Gedanke, deswegen habe ich absolute Paranoia oder Panik, wenn jemand mit der Spritze kommt und zu mir sagt, so, wir müssen mal einen halben Liter Blut abnehmen. Oh, da kriege ich Panik, ja. Ich weiß, viele von euch denken sich jetzt, was ist das für ein Weichei, blablabla. Aber es gibt ja auch Spinnenphobien, ja. Leute haben Angst vor Spinnen. Das ist so eine Sache, ich finde Spinnen eigentlich ganz süß. Ja, und das sind halt Phobien. Manche Leute haben Angst vor Spinnen, manche Leute haben Angst vor dem Blutabnehmen. Jeder hat irgendwie Angst vor irgendetwas, ja. Also, und jeder, der behauptet, er hätte keine Angst, der überschätzt sich maßlos. Vor was habe ich denn bitte schon Angst? Ich glaube, wir hatten schon mal ein Thema Angst. Boah, wisst ihr, vor was ich Angst habe? Ich glaube, ja, wir haben schon über solche Themen geredet. Da haben wir sogar einen eigenen Part gemacht, ne? Ein Thema, vor was ich Angst habe, ist, wenn ich schlafe und jemand schaut in mein Fenster rein. Keine Ahnung. Irgendwas Horrormäßiges. Irgendein Zombie oder irgendwas gruselig Aussehendes. Oh. Vor sowas habe ich Angst. Und vom Blut abnehmen. Ich glaube, wir brauchen mehr Stein, weil wir haben irgendwie nichts zu verschenken. Ja, aber der Weg, der könnte schon ganz ordentlich sein. Wir haben den Weg jetzt schon fertig, fast. Dann ist der Part ja auch schon fast vorbei. Dann haben wir ja schon alles erledigt, ne? Jetzt müssen wir noch die Glocke platzieren. Ah, der Part ist dann schon ein bisschen kurz, ne? Erst kommt der Part so spät. Und dann ist auch noch so kurz. Dann kann ich dich abonnieren, dich du faule Sau. Entschuldigung. Nee, ich glaube, vielleicht meint man da noch was. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Boah, ey. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht auf sowas vorbereitet. Wenn ich mal früher fertig bin mit dem Erwarten, mit den Sachen, die ich so geplant habe. Keine Ahnung, vielleicht können wir dann irgendwas Nebensächliches machen.
Zum Beispiel wieder die Tiere hier, sich um die Tiere kümmern oder so, was weiß ich. Oder füllen hier wieder dieses Loch auf. I don't know. Mal schauen. Ja. Also mein Plan ist im Prinzip, dieses Loch hier bis hier oben zu erweitern. Da brauchen wir, aber ihr seht ja, wie viel Erde wir dafür brauchen werden. Aber wir werden eh wahrscheinlich, also das werde ich natürlich in diesem Let's Play nicht mehr schaffen. Das ist so ein Let's Show Plan für die Zukunft. Ja, aber wenn ich mal Erde überflüssig habe oder überschüssig, dann kann ich das ja hier auffüllen. Dass wir da auch wieder eine schöne Ebene haben, wo wir eventuell weitere Häuser hinbauen können. Ja, dann machen wir hier mal weiter. Wir haben ja da noch ein bisschen Stein zu verschenken. Der Typ bei Empire Earth sitzt so, was? Der hat Stein zu verschenken? Das glaube ich nicht. Nein, nein. Das sind alles Lüge, 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 Lüge. Ah ja, die schöne Skyrim-Musik. Achso, wir können ja ein bisschen über so Kanalthemen reden. Also, ich habe ja vor, umzuziehen auf einen neuen Kanal. An alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich werde nach, ja, nach 12 Jahren, vielleicht ja, sogar schon fast 13 Jahre, umziehen zu einem neuen Kanal. Der Grund ist, ich habe mit dem Kanal, mit dem ihr dieses Video gerade seht, also dem Archivkanal, ich habe mir jetzt umbenannt in einen Archivkanal, ich habe keinen Zugriff mehr auf meine E-Mails. Und es kann natürlich sein, dass Google irgendwann mal in seinen Lizenzbedingungen irgendwas umstellt, dass man in seinen E-Mails irgendwas bestätigen können kann oder muss, dass man seinen Kanal weiter nutzen dann kann. Und das kann ich natürlich nicht. Und bevor ich keinen Zugriff mehr auf meinen Kanal habe, habe ich vorgeschlagen, einfach mal, ja, einfach den Kanal umzudisponieren auf einen Kanal, wo ich einen vollen E-Mail-Zugriff habe. Weil ich habe damals, als ich diesen Empire Yanka Kanal erstellt habe, habe ich ein eigenes E-Mail-Konto erstellt. Aber wie gesagt, ich habe über die Jahre mich, ich habe mich da ewig nicht angemeldet auf diesen E-Mail-Account. Und ich glaube, Microsoft hat den dann gelöscht, weil ich habe dann versucht, mich wieder mit diesem E-Mail-Account anzumelden. Aber irgendwie zeigt mir dann Google an, dieser Account ist, oder dieses E-Mail-Konto ist nicht verfügbar oder so. Weil ich habe mal versucht, mir eine Bestätigung zu holen, dass ich quasi meine E-Mail, also mein Passwort zurücksetzen kann oder so. Und da musste ich mich quasi anmelden auf meinen E-Mail-Account. Und als ich mich da anmelden wollte mit meinem E-Mail-Account, wurde gesagt, Account wurde nicht gefunden oder so. Da habe ich nochmal geprüft, habe ich da irgendeinen Rechtschreibfehler drin? Nein, war richtig. Also es war schon der E-Mail-Account, den habe ich schon richtig geschrieben. Aber irgendwie war der Account nicht mehr da. Also irgendwie wurde der gelöscht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich mich da nie angemeldet habe oder so. Oder weil ich da nichts bestätigt habe. Keine Ahnung. Jedenfalls war dieser E-Mail-Account, mit dem ich meinen Let's Play-Kanal habe, nicht mehr verfügbar. Und ja, jetzt muss ich halt meinen Kanal halt komplett umziehen, bevor ich keinen Zugriff mehr auf diesen YouTube-Kanal habe. Und ja, ne? Also das ist so die Geschichte dahinter. Und ja, ab nächstes Jahr, also ab 2024, findet ihr alle neuen Videos, inklusive des Let's Show von diesem, nachdem dieses Let's Play vorbei ist, findet ihr dann auf diesem neuen Kanal. Den, ja, das findet ihr dann, eher auf meinem Kanal verlinkt diesen Kanal. Und genau. Und, ja, jetzt sind wir schon fast fertig mit dem Weg. Hallo. Nee, ich bin die ganze Zeit am Aufnehmen. Wann bist du denn fertig? Weiß ich nicht. Denn ich werde jetzt mich hinsetzen neben dir und essen und alles Mögliche veranstalten. Alles Mögliche veranstalten. Kannst du nicht noch ein bisschen warten? Ah, ich habe aber Hunger. Aber ich will weiter aufnehmen. Naja, hast du denn noch? Ja, ich weiß nicht. Dauert noch ein bisschen. Ja, mach den Ofen an. Genau. Ja. Ja. Tut so. Wieso? Ja, wenn du auf dem Klo was schaust oder so. Ich bin nicht aufs
Ja, oder was weiß ich. Ich will doch nur den Ofen. Ja, okay. Ich hab so Hunger. Oh nein, bist du kurz am Verhungern? Es fühlt sich unangenehm an. Fühlt sich unangenehm an. Ich hatte zum Frühstück nur einen Apfel und eine kleine Suppe und jetzt habe ich voll Hunger. Mhm. So, jetzt ist unser... Ja, lasst euch von den Hintergrundgeräuschen nicht stören. Also, jetzt ist dieser Weg endlich fertig und jetzt können wir hier endlich in der Ruhe hier rüber laufen, ohne dass wir da ständig hier über die Kirche laufen müssen. Seit wie vielen Stunden nimmst du denn schon auf? Seit 10 Minuten. Echt? Ja. Aber du weißt doch, dass ich heimkomme. Pff, ja. Kannst du das nicht irgendwie machen, wenn ich nicht da bin? Oder? Du, ich hätte diesen Part eigentlich schon gestern fertig machen Ach, sollen. Kinder, gut. Ja. Entschuldigung. Mach halt. Mach halt. Mm. Mach eben. Mach eben dein scheiß Let's Play. Mm. Bist du so hart am Struggeln, am Leiden? Ja, ich würde gerne was mit dir machen. Was mit mir machen? Ja, kannst du nicht noch eine Stunde warten? Ich nehme maximal eine Stunde auf. Ja. Was? Ich nehme maximal eine Stunde auf. Kann ich währenddessen wenigstens essen? Kannst du nicht warten noch eine Stunde? Nein. Also, sie kann keine Stunde warten. Jetzt müssen wir mit Hintergrundgeräuschen leben. Es tut mir leid. Aber keine Musik hören, ja. Sonst wird das Video hier gesperrt. Ja, oder nur mit Kopfhörern. Warum ist der Kühlschrank offen? Das geht so nicht. Ach, der war offen? Der war ja. Der war nicht gescheit zu. Das geht so nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Wisst ihr, was wir hier machen könnten? Hier könnte man ein Haus hinbauen oder sowas. Was? Hier. Nicht du, die Zuschauer. Hier könnten wir ein Haus hinbauen. Du weißt schon, dass ich jeder hören kann. Ja. Hier müssen wir auch noch. Tja, das ist die Frage. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Plan, was wir jetzt noch machen wollen. Tja, und meine Verlobte macht Stress, dass ich hier Schluss machen soll. Aber der Part dauert jetzt wahrscheinlich gerade mal 15 Minuten, das ist natürlich nicht so geil. Ich glaube schon, lass den, aber lass mich essen. Ja, Oder lass mich meine Tätigkeiten machen. Meine Tätigkeiten machen. Was machen wir denn jetzt? Also ich habe jetzt keinen Plan, was ich machen soll. Nein, ich meine im Spiel. Wir könnten das hier removen, dass das hier ein bisschen schöner aussieht. Genau. Also machen wir ein bisschen Terraforming hier und labern ein bisschen um den heißen Brei. Marcel Davis. Ja. Wenn du noch weiter solche Geräusche machst, ist das Video über 18. Weil YouTube irgendwas Erotisches erkennt. Weil YouTube irgendwas Erotisches erkennt an deiner Stimmlage. Ja. Ja, ich brauche ein eigenes Let's Player Zimmer und das könnt ihr ermöglichen, indem ihr diesen Kanal abonniert. Dann kann ich mir ein eigenes Let's Player Zimmer leisten mit 1 Million Abonnenten und dann habe ich haben wir unsere Ruhe. Also abonniert diesen Kanal. Oh, so, jetzt habe ich Eigenwerbung gemacht. Ja. Ja. Ich will ja Kevin auch nicht stören beim Let's Play, aber er soll auch Zeit für andere Dinge haben. Ja. Wir waren gestern Oktoberfest. Ja, okay. Wir hatten doch da genug Zeit. Ja,
stellst mir sie jetzt für da, als hätte ich keine Zeit für dich. Ja, klar. Natürlich. So, bam, bam, bam. Ja, das ist ganz gut. Jetzt haben wir gleichzeitig noch ein bisschen Erde. Ich meine ja bloß Zeit einteilen. Ja. Ich werde jetzt, ich schaff's eh nicht, so von der Stimmlage 8 Stunden aufzunehmen. Ich glaube, meine längste Saison waren 12 Stunden, die ich mal aufgenommen habe. Und das war bei meinem. Ne, 10 Stunden waren das, glaube ich. Das war mein. 10. Kann ich auf dem Klo-Video schauen oder stört das? Das stört, glaube ich. Okay, dann gehe ich ohne Video. Außer du machst die Tür zu, alle Türen zu. Dann hört man es, glaube ich, nicht. Okay, ich kann ja alle Türen schließen. Ja, und nicht so. Und deine nicht so, Türen sind zu. Ja, und nicht so laut, wenn es geht. Okay. Super, danke. Okay, also sie schaut jetzt Videos auf der Toilette. Faszinierende Themen, ich weiß. Bam. Ja, ist schwierig, wenn man nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung hat, da in Ruhe aufzunehmen. Also ich kann wirklich nur aufnehmen, wenn meine Verlobte nicht da ist. Oder, ja. Oder wenn sie schläft oder so. Ja, aber sonst ist schwierig. Es ist und jetzt und ja, jetzt muss ich natürlich halt aufnehmen, dass ihr wenigstens was habt. Ja. Aber ich kann mir keine bessere Wohnung leisten, bla bla bla. Ja, jetzt mache ich einen auf Arm. Ich weiß. Entschuldigung, sollte man nicht machen. Aber naja. Eigentlich hätte ich damit rechnen müssen, dass ich da jetzt abstürze. Der Absturz. Börse 1929. Der Welthandel kommt zum Erliegen. Und Janka fällt runter. Ja. Wie die ganzen Leute, die selbst noch begangen haben damals. Oh, ah, ja. Jetzt wird es wieder böse. Jetzt bin ich wieder in meiner schwarzen Humorschiene. Ah. Wenn wir schon mal in schwarzen Humor sind. Ich weiß nicht, ob ich diesen Witz sagen sollte. Nee, den sage ich besser nicht. Der ist so böse. Nee, nee, nee. Oder soll ich den sagen? Nicht so ernst nehmen, ja? Okay, ich sag ihn. Aber nicht so ernst nehmen, ne? Also ich distanziere mich davon, von dem Inhalt. Aber es ist halt schwarzer Humor, ne? Also an alle, die heftigen schwarzen Humor nicht vertragen, nicht so ernst nehmen. Ja, nicht so ernst nehmen. Also dann ziehe ich diesen Witz. Wisst ihr, der 11. September 2001 war ein historischer Tag. Noch nie haben so viele Leute den Weltrekord im Turmspringen geknackt. Ja. Ja. Ich habe euch gewarnt. Ich habe euch gewarnt. Also, ne? Nicht so ernst nehmen, ja. So, jetzt brauche ich irgendein Thema zum Labern. Also, was machen wir denn für... Ich habe mir auch schon überlegt, neue Projekte 2023. Also, ich wollte ja ungefähr 2024. Also, mein Plan war ja ursprünglich, Nightshift zu Let's Playen. Aber ich bin dann doch eher jetzt gegen Nightshift, weil das ist ein neuer Kanal. Und ja, es ist nicht so optimal mit einem Spiel, was relativ, ich sag jetzt mal, unbeliebt ist, ein Let's Play auf dem Kanal zu haben. Also wenn ich dann. Also wenn, dann würde ich Nightshift wahrscheinlich erst später Let's Playen. Wenn wir ein paar Videos auf diesem Kanal haben. Aber fürs Erste möchte ich dann doch lieber ein Pokémon-Let's Play wieder spielen als Projekt für montags bis freitags. Und zwar bin ich am Überlegen Pokémon Schwarz. Jetzt habe ich bei Pokémon Schwarz jedoch das Problem,
dass der Emulator ziemlich hart am Laggen ist und ich das nicht so richtig gefixt kriege. Was heißt, dass das Spiel richtig langsam wird und ja, auch Probleme bereiten könnte mit dem Speichern und mit den Save States. Das hatte ich ja schon bei Pokémon Pearl, das Problem, und dass ich dann nicht speeden kann. Das Problem hatte ich bei Pokémon Pearl auch. Also ich habe Pokémon Pearl wirklich ohne Speeds nachgespielt. Und ja, die Nintendo-Spiele auf dem Emulator, ich glaube, da muss ich vielleicht auch schauen, ob ich vielleicht einen neuen Emulator finde. Normalerweise nehme ich immer, ja, ein rechts. Ich weiß nicht, ob ich einen Emulator-Namen da sagen darf. Ja, normalerweise nehme ich immer ein Emulator, der ganz gut ist mit der Grafik. Jedoch ist der, verursacht es eben Lags, weil die Grafik eben so gut ist. Und ja, jetzt muss ich abwägen, will ich ein flüssiges Spiel haben, dafür eine schlechtere Grafik, oder will ich eine bessere Grafik haben, dafür ein langsameres Gameplay. Da muss ich ein bisschen abwägen, versteht ihr? So eine Mittellösung wäre halt nice, oder am besten bessere Grafik, bessere Leistung. Aber, das ist dann doch nicht so, so einfach, das alles abzuwägen. Gut, jetzt haben wir unseren Weg. Und ich schätze mal 20... Ja, jetzt haben wir, glaube ich, schon ein bisschen Zeit. Ich glaube, eine halbe Stunde nehmen wir jetzt gerade auf. Genau, ich habe um halb angefangen. Also eine halbe Stunde nehme ich noch auf, dann beenden wir den Part. das ist die Frage. Achso, ich wollte jetzt noch eine Kirchturmspitze bauen. Dann machen wir mal die Kirchturmspitze und dann sollte es, glaube ich, reichen für diese Woche. Ja, der Part ist dann ein bisschen kürzer, aber wie gesagt, ich hatte dieses Wochenende nicht so viel Zeit. Und ich muss zugeben, Minecraft macht mir jetzt auch nicht mehr so viel Spaß. Ja, deswegen gibt es ein bisschen weniger jetzt, oder gab es jetzt ein bisschen weniger in letzter Zeit. Wir haben jetzt nur noch 11, 12 Parts. Die muss ich dann halt noch durchziehen. Auch wenn ich nicht so Lust habe, muss ich zugeben. Ja. Aber wir kriegen das schon hin. Wie habe ich das denn hier gebaut? Ach so, ich glaube, wir machen dann noch ein... Ja, machen wir das noch ein bisschen höher. Dass wir dann noch einen extra Raum haben für unsere Kirche. Für unseren... Warte mal kurz, wie haben wir das denn so... Aber ich glaube, ich muss die Pflasterdinger da wegmachen. Nee, der bleibt. Dann machen wir das hier weg und erhöhen die Kirche um 1. Genau, das ist dann noch ein gutes Projekt für den Ende dieses Parts. Und dann können wir hier die Glocke platzieren. Und dann beende ich diesen Part, genau. Also das ist jetzt der Plan bis zum Rest des Parts. Und jetzt muss ich mir überlegen, was machen wir denn im nächsten Part? Ich weiß gar nicht, was wir im nächsten Part machen. Also Birkelingen sieht gut aus. Blitzbergen sieht gut aus. Wollen wir irgendein neues Gebäude bauen oder so? Ich bin am Überlegen, ob ich in Birkelingen eine Mauer bauen soll. Vielleicht hier in diesem Bereich, hier so eine Stadtmauer. Aber eigentlich sollte das ja eher so ein Dorf machen. Und Dörfer haben ja nicht so Stadtmauern. Wenn, dann könnte man vielleicht ein bisschen Erde sammeln. Aber Erde sammeln ist natürlich auch nicht so das Geilste zum Zuschauen. Eine Höhlenerkundung könnte man machen. Was könnte man denn noch machen? Ich habe halt das Problem, ich will keine Riesenprojekte jetzt aufmachen, weil wir könnten hier einen Turm hinbauen, so einen Wachturm. Hier an der Stelle, wo wir unsere Küste haben. Das wäre eine Option. Ja, dann sammeln wir ein bisschen Stein. Also das wäre eine Möglichkeit, die wir machen könnten. Einen Turm hier hinbauen. Einen Wachturm. Wir könnten einen neuen Weg hinbauen. Also, ne? Wir haben ja schon ein paar Wege gebaut, dass wir quasi einen Weg geradeaus in diese Richtung hier bauen, in Richtung Wüste. Das wäre eine Option. Da bräuchte man aber auch wieder Stein. Tja. Viele Optionen. 1, 2, 3, 4. Ja, machen wir es bis hierhin. So, bauen wir erstmal das Gerüst. Irgendwie riecht es hier nach gebrannten Mandeln bei mir.
voll nach gebrannten Mandeln. Irgendwie habe ich jetzt Hunger. Oder irgendwie nach Zucker, irgendwie sowas. Was ist denn eigentlich im Ofen drin? Nicht, dass da was im Ofen ist, was hier gerade ankokelt. Naja. Solange es nur nach... Irgendwie riecht es hier nach Zimt. Genau, so ein Zimtgeruch. Naja, solange es nicht zum Brennen anfängt, mache ich mir keine Sorgen. Ich weiß, was wir machen könnten, genau. Wir bauen jetzt so Mauern. Mauern. Ich glaube, wir haben gar nicht so richtig Mauern bisher gebaut, ne? Auf der Mauer, auf der Lauer. Jetzt bloß die Frage, wo habe ich denn meine Glocke hin? Ich glaube, die Glocke ist noch in der Farm drinne. So, irgendwie fehlt, irgendwie ist sie noch so dunkel. Hier riecht's voll nach Zimt. Das ist so eigenartig, ne? Oder gebrannten Mandeln oder sowas. Oh, verdammt. Ist da was drin, Nein, eigentlich nicht. Komisch. Das ist der Geruch von Zimtschnecken übrig geblieben. Aha. Geräusche. Ah, Geräusche. Hintergrund. Okay. Hintergrundgeräusche. Ja. Yeah. Nein, nicht ja, das ist schlecht. So, jetzt machen wir da noch eine Mauer hin. So, hier bin ich doch schon wieder. Ich habe jetzt doch beschlossen, dass ich eine Pause mache, weil ihr habt ja gesehen, was da gerade abging. Ja, es ist bloß die Frage, was machen wir? Also ich habe ja noch ein paar Minuten für diesen Part. Es sind 2 Tage vergangen, seitdem ich jetzt die Pause gemacht habe. Und ich habe nach wie vor keine Ahnung, was ich machen soll in diesem Part. Ja, ich mache jetzt mal die Kirche fertig und dann schauen wir mal, was wir da noch machen können. Genau, machen wir erstmal hier die Decke dicht. Also ich würde es gerne offen lassen, aber ich weiß nicht, wie es von außen dann aussieht. Da muss ich nochmal runter und mir das dann anschauen. Genau. So, dann habe ich hier noch Bruchstein. Das wird nicht reichen. Nein, das reicht nicht. Ja gut, ich werde wahrscheinlich runterlaufen müssen. Und neues Bruchstein holen müssen. Ja, ich bin sehr planlos in diesem Part, gebe ich zu. Also es gab schon bessere Parts von mir. Parts, wo ich vorbereitet bin und wo ich weiß, was ich da mache, im Gegensatz zu diesem hier. So, und jetzt mache ich mal was total Verrücktes. Ich springe einfach mal hier aufs Dach. Bam, ja. Und ich habe überlebt, wow. Heftig. Wo habe ich jetzt meine Steine hin? Waren die hier? Habe ich hier Steine? Ausrüstung aufwerten. Was? Keine Ahnung. Ich habe das noch nie benutzt. Achso, ich habe die Musik wieder deaktiviert, weil ich habe den Eindruck, seitdem ich die Musik drin habe, habe ich Probleme mit dem Aufnehmen, dass die Webcam irgendwie nicht aktiviert wird oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, seitdem wir die Musik haben, habe ich Probleme mit dem Aufnehmen. Ja, und für die 20 Minuten, die wir jetzt noch haben, wollte ich jetzt eine extra Musik reinmachen. Ist vielleicht auch ein bisschen besser so, ne? Also, ja, ein bisschen Ruhe zu haben. Nee. Und außerdem haben wir ja die Musik von Minecraft. Die ist ja auch ganz nett, ne? Darf man auch nicht vergessen. Darf man auch nicht vergessen. Sag mir jetzt nicht, wir haben nicht genug Bruchstein. Doch. Okay. Nehme ich vorsichtshalber noch das damit. Und wo habe ich denn die Glocke? Die kann ich eigentlich auch gleich mitnehmen. Mäh. Was war das denn für ein Sound? Habe ich irgendwas aktiviert? Ich habe Angst. Was war das für ein Sound? Hä? Also das muss ich mir noch mit der Videoaufnahme anschauen. Das ist jetzt auch kein Sound, den ich eingefügt habe. Also ich habe das ja schon mal 2 gemacht mit dieser Sky-Glocke da.
Aber dieses Mal? Was war denn das für ein Sound? Oder habt ihr das gehört? Gruselig. Ich höre komische Sounds. Bestimmt werde ich gerade abgehört. Also, hallo, derjenige, der mich gerade abhört. Sei mir gegrüßt. Ich nehme gerade Minecraft auf. Und, ja. Bestimmt Jeff Bezos. Oder das ist das FBI. Verdammt, ich wusste, ich hätte diese Seite nicht besuchen sollen. Schnell weg mit diesen Bären. So, wie sieht denn das jetzt aus von da unten? Kann man es so lassen oder kann man es nicht so lassen? Weil ansonsten, wir könnten ja hier noch Glas hinbauen. Ich glaube, wenn da Glas ist, sieht es, glaube ich, nicht schlecht aus. Oder? Also die Kirche sieht jetzt anders aus, ne? Das erkennt man. Das erkennt man. Oder will ich es so lassen? Ich meine, das... ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich baue... Genau, ich weiß, warum ich runter wollte. Ich war ja, als ich wieder den Part gestartet habe, war ich ja an der Treppe, weil ich mir Mauern holen wollte. Genau, ich kann mich erinnern. 2 Tage ist es her und ich kann mich erinnern. Geil, dann ist mein Gedächtnis doch noch nicht so kaputt, wie ich dachte. Okay. Ja, ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Mehr, 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 mehr. So, jetzt... Nein! Ach Gott, jetzt habe ich die falschen Dinge gebaut. Nein, jetzt habe ich Half-Steps gebaut, ich Idiot. Was mache ich denn da? Außer dumm sein. So eine Scheiße. Mann. Ja, machen wir einfach hier weiter. Das sind viel zu viele. Ich habe viel zu viele Mauern. Wobei, wir haben eh nicht mehr so viel zum Bauen hier. Das sollte, glaube ich, reichen. Da zur Not nehmen wir halt die Half-Steps her. Auch wenn die nicht so gut aussehen. Beziehungsweise weil die anders aussehen, oder? Das Muster ist ein bisschen anders, oder? Ja, das Muster ist ein bisschen anders von den Cobblestones. Hier sieht man es. Kann aber auch sonst sein, dass es nur an dem Texture-Pack liegt. Keine Ahnung. Ja, machen wir erstmal hier die normalen Dinger. Vielleicht haben wir ja Glück und es reicht aus. Nicht immer so negativ denken. So. Und nein, AfD, das Wort negativ ist keine Beleidigung. Dass ihr Bescheid wisst, ja. So, dann schauen wir uns das mal von außen an. Oh, also in letzter Zeit... Ja, ich weiß, jetzt komme ich wieder auf das klassische Thema zurück. Aber in letzter Zeit ist YouTube sowas von verseucht mit AfD-Propaganda. Das ist... Oh. Die ganzen Leute mit ihren blauen Herzchen. Ich komme nicht damit klar, wie dumm man sein kann. Naja. Kann man das so lassen? Ich meine, die Mauern, die machen jetzt schon Eindruck, ne? Ich würde das so lassen. Ich lasse das jetzt einfach. Genau, ich lasse das jetzt so und dann mache ich ein bisschen Fackeln hin. Ne, also die ganzen Nazis mit ihren blauen Herzen, das, ich versuche ja immer ein bisschen mit denen in ein Gespräch zu kommen und ein bisschen so, ne, mein Statement preiszugeben, also meine Argumentation, wie ich so denke. Also ich schaue mir öfters mal so, ne, Wagenknecht-Videos an und, ja, da sehe ich immer die blauen Herzchen. Und dann versuche ich manchmal so, mit denen ein bisschen zu argumentieren, provoziere sie ein bisschen mit so einem Kommentar, so wie ich es quasi in meinen Let's Plays mache, diese Kommentare. Die schreibe ich dann aus diesen AfD-Kommentaren, aber irgendwie juckt es denen nicht. Die sind schon abgehärtet, was sowas angeht. So, jetzt können wir hier unsere Glocke hinbauen. Wollen wir die auf einem Steg platzieren oder sowas? Oder wollen wir die irgendwie so hängend? Kann man die so hinhängen? Ah!
Jawohl, jetzt haben wir eine schöne Glocke. Hat schon was. Und man hat hier so eine Art Aussichtsplattform. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Hier sieht man sogar schon einiges hier. Ja, hier hat man einen schönen, hohen Blick. Und hier auch. Auf das minderwertige Volk. Okay. Gut, dann hätten wir das kleine Dingens jetzt hier auch hinter uns. Ja, jetzt könnte ich diesen Part beenden. Aber wir haben noch nicht mal eine Stunde aufgenommen, ne? Ja gut, was will ich machen? Ich meine, ich habe keinen Plan. Will ich noch irgendwas... Ich will mich jetzt auch nicht zwingen, irgendwas zu machen, was ich... Also wir haben jetzt hier den Weg gebaut. Und, und da muss ich noch ein bisschen terraformen. Ein bisschen. Einfach mal den ganzen Berg hier hochebnen. Muss hier hoch. Ja, ja, brauche ich ein bisschen Erde. Das könnten wir hier noch entfernen. Genau das, das sieht hässlich aus. Dieser kleine braune Berg. Ja, wie so eine AfD-Versammlung. Die muss weg. So, ich mache jetzt hier lauter AfD-Witze. Bis zum Rest des Parts. Ob ihr wollt oder nicht. Da fällt mir ein Witz ein. Aber der greift wahrscheinlich viele von euch an. Vor allem Leute, die nichts damit zu tun haben. Den nicht so ernst nehmen, ja? Also ich erzähle euch den Witz. Der ist schwarz. Der ist sehr schwarz. Ich habe ja schon mal einen Witz gebracht hier in diesem Part, ne? Mit dem, den Turmspringen und so, ne? Das ist jetzt der zweite böse Witz, von dem ich mich natürlich inhaltlich distanziere. Ja, wobei, will ich mich davon distanzieren? Ja, ich distanziere mich inhaltlich. Also, teils ist es recht. Teils habe ich recht, teils habe ich Unrecht. Ja, also wenn ihr euch, wenn ihr nicht zu dieser Personengruppe gehört, ja, dann fühlt euch nicht angegriffen, okay? Ich rede explizit jetzt von dieser Personengruppe und nicht von allen, auch wenn ich jetzt in diesem Witz alle nenne, okay? Nur mal so als Triggerwarnung, bevor ich diesen Witz herausposauniere, okay? Nicht ernst nehmen, ja? Also nichts böse Kommentare schreiben, außer ihr seid in dieser Gruppe drin, die ich meine, ja? Wenn ihr nicht in dieser Gruppe seid, fühlt euch nicht angesprochen, okay? Ich meine euch nicht, ich meine nur die Leute, die in dieser Gruppe drin sind. Welche Gruppe ich meine, die werdet ihr schon wissen. Also, folgender Witz. mein Gott, wie war denn da jetzt nochmal? Jetzt muss ich nochmal nachdenken. Der ist mir vorhin eingefallen. Ah, jetzt. Warum ist in Ostdeutschland ein Obdachloser reicher als ein Friseur? Nazis haben keine Frisur. Ne? Nicht, ne, also wie gesagt, wenn ihr nicht in dieser Personengruppe drin sind, die ich jetzt meine, mit Nazis, fühlt euch nicht angesprochen. Ich meine nicht alle, okay? Nicht alle Ostdeutschen sind Nazis. Ich distanziere mich davon, okay? Das war nur ein Witz. Ich meine nur die Leute in dieser Gruppe, ja? Okay, gut. Gut. Also. Shitstorm abgewendet. So, jetzt dürft ihr auch einen Witz über mich machen. Bayern-Witze. Bayern-Witze. Warte, ich versuche jetzt mal einen Witz über mich selber zu machen. Ein Bayern-Witz, warte mal kurz. Oder ein Hartz-IV-Witz. Genau. Ein Bürgergeld-Witz. Oder ihr könnt ja einen Bürgergeldempfänger-Witz schreiben. Ja. Oder einen Kevin-Witz. Da bin ich eh schon abgehärtet. Das Thema hatten wir ja eh schon. Tja. Ich glaube, ich terraform jetzt hier noch ein bisschen. Erzähl noch ein bisschen lustige Sachen und dann beende ich den Part. Genau so gehe ich jetzt vor. Und einfach hier das Ganze zurechtrücken. Also, nicht das, was ihr schon wieder meint. Nein, AfD, nicht zurechtrücken. Das euch meine ich nicht. Ich meine die Bäume, die muss ich zurechtrücken, indem ich sie entferne. Ja, so wie ihr mit euren Flüchtlingen. Ich glaube, ich werde noch zum AfD-Witzmaster. Ne, also.
Wenn wir mit dem Let's Play fertig sind, dann haben wir alle AfD-Witze durch, die es gibt. Oder alle Nazi-Witze. Genau, ich werde jetzt... Folgendes, ich werde jetzt in jedem... Ich werde jetzt in jedem Video... Einfach weil die AfD mich aufregt. Und weil sie mit ihren Kommentaren so am Trollen ist, werde ich die AfD jetzt auch trollen. Und in jedem Part einen AfD-Witz nennen. So. Genau. Bis zum Ende des Let's Plays gibt es jetzt in jedem Part einen AfD-Witz. Ob ihr es wollt oder nicht. Soll mir rechts sein. Ja. Ah. Okay. So, habe ich jetzt alles? Habe ich noch was Lustiges zu sagen? Gerade nicht. Oder? Fällt mir noch was ein? Außer, dass ich diesen Baum hier jetzt mit der Hand wegkloppe, weil ich zu arm bin. Ja gut, ich bin ja auch Hartz-IV-Empfänger. Ich kann mir keine Axt leisten. Ja. So, jetzt habe ich mich selber gefrontet. Als Entschädigung für den Witz vorhin. Nicht wahr, Schaf? Also, was machen wir denn? Ich wollte eine Axt holen, genau. Dass ich die ganzen Birkenbäume da entfernen kann oder Fichtenbäume, die ich da gepflanzt habe. Oh Gott, das meh. Da drehst du ja durch. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Nee, du kannst hier nicht rein. Das ist mein Zuhause. Hey, achso, du willst was zum Futtern haben jetzt. Ja, hier ist überall Weizen. Bedien dich von den Feldern, aber nicht... Wo läufst du denn jetzt hin? Das sind Karotten, mein Freund. Ja, komm doch mal her. Ich hab Weizen für dich. Ja, komm her. Oh Gott, nein. Die ganze Horde ist jetzt hier am Ausbrechen gleich. Hier, komm mal zu deinen Kollegen. So. Nein, 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 nicht ausbüchsen. Ey, du, ne? Och, nee. Das ist alles deine Schuld. Genau, ich mach's jetzt wie die AfD zur Ampel. Alles, die Schuld von sämtlichen Elend auf die Ampel schieben. Das ist alles deine Schuld, dass es jetzt regnet. Die Ampel ist schuld, dass ich in Deutschunterricht durchgefallen bin. Die Ampel ist schuld, dass ich, dumm bin. Und die AfD wähle. So. Ach ja. So, also es gibt so Standardsätze, die sagen AfD-Wähler, habe ich so herausgefunden, ne? Also, als ich mal das Internet durchklemmt habe. Einer dieser Sätze habt ihr gerade gehört. Die Ampel ist schuld. Meinungsmache. Bla bla bla. Ja. Solche Sachen. Solche Sachen muss ich mir dauernd anhören, wenn ich mich mal politisch irgendwie schlau machen will. In jedem Kommentar. AfD, AfD, AfD. Blaue Herzchen. Bla bla bla. Scheiß Ampel. Bla bla bla. Gut, ich bin auch nicht für die Ampel. Muss ich dazu sagen. Ich bin kein Fan von der Ampel. Baerbock finde ich zum Kotzen. Da bin ich mit der AfD auf einem Nenner. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich finde es nicht in Ordnung, dass man so mit Flüchtlingen umgeht. Ja, dass man die als minderwertig betrachtet. So, Gut, aber das Thema hatten wir schon mal. Ne? Ich muss euch nicht genau erläutern, warum die AfD kacke ist. Habe ich schon 1000 Videos dazu gemacht. Ne? Also ich kann euch ein Beispiel nennen, falls ihr was wissen wollt. Empire Earth Zeile der Eroberung, Rome Kampagne Nummer 4. Ungefähr so, ja, bei einem Drittel des Videos. Dann habe ich in einem Minecraft Let's Play, also ein paar schon meine Meinung dazu gesagt. Und ja. Ne? Ach ja, habe ich das schon mal erwähnt?
Ich weiß ja nicht, aber ne, also wahrscheinlich gibt es ein paar Leute, die sind pro AfD und haben bereits kommentiert, wie scheiße ich doch bin und ihr blauen Herzchen wieder dahin getan. Jetzt hört mal genau zu, okay? Auch wenn ihr mich jetzt hasst und mich gar nicht mehr hören wollt, vielleicht habt ihr auch schon abgeschaltet, dann soll es mir recht sein. Rechts sein. Okay. Aber folgendes. Wisst ihr, wie geil die AfD ist? Die AfD ist so geil, dass die Dönerbuden verbieten will. Und Pizzerias. Ja? Wisst ihr? Könnt ihr nachschauen. Einfach googeln AfD Döner. Buden. Jetzt fragt euch sicherlich, warum? Naja. Die AfD will... soweit ich es gelesen habe... Die deutsche Restaurantkultur fördern. Und deswegen sollen also Dönerbuden verboten werden? Nie mehr Döner essen? Nie mehr Pizza essen? Ich meine, da müsste man auch Pommes verbieten, weil Pommes sind ja, kommen ja aus Belgien, ja? Da müsste man alles verbieten, was irgendwie nicht deutsch ist. Und Wiener Schnitzel wahrscheinlich auch, ja. Alice Weidel, Grüße an Alice Weidel. Und ja, weil Wiener Schnitzel ist ja nicht deutsch, sondern Österreich. Ja, weil Wien und so. Oh, Leute, Leute. Ja, hier ist AfD-Roasting vom Feinsten hier in diesem Part. Jetzt habe ich wenigstens ein Ziel in diesem Video. Ja, die AfD zu roasten. Das, was ich am besten kann, das mache ich schon die ganze Zeit. Das, was ich schon die ganze Zeit mache. Ja, die AfD roasten und planlos irgendwie Minecraft spielen. Das kann ich am besten. Naja, gut. Jetzt habe ich was zum Tun. Also, jetzt haben wir was in diesem Video. Geil, ne? Geil, ja. Okay, wie kann man die AfD noch fertig machen? ich glaube, die AfD... Boah, jetzt... Also, wisst ihr, warum... Naja, wisst ihr, die AfDler, ne? Die sind auch so bescheuert. Die verwechseln die Farbe blau mit braun. Deswegen machen sie auf YouTube keine braunen Herzchen, sondern blaue Herzchen. Ja, genauso wie ihre Parteifarbe. Die haben die falsche Farbe sich ausgewählt. Irgendeiner hat sich gedacht, ey, wir brauchen eine gescheite Parteifarbe. Ja, ey, mach mal die Farbe braun als Parteifarbe, ja. Und dann hat der Praktikant sich verhört und hat blau als Parteifarbe umgesetzt. Und die ganzen Leute, die sonst nie Nazis gewählt haben, die haben sich dann gedacht, boah geil, ey, voll das geile Parteiprogramm und das ist nicht braun. Dann das ist blau. Das heißt, es sind keine Nazis, na? Weil Nazis sind ja braun und nicht blau. Ich will sie. Ja, so. So sind sie, glaube ich, ja, ne? wo ist dieses Schaf jetzt? Da, ich dachte, es wäre hier. Ja, es kann ruhig weiter rumlaufen. Es ist mir egal. Ein bisschen Gesellschaft ist vielleicht nicht schlecht. Die AfD hätte jetzt wahrscheinlich was anderes dagegen, weil das kein Mensch ist, ne, sondern ein Tier. Und alles, was irgendwie anders ist, da haben sie was dagegen davon, ne? Also, ja. Aber ich bin da anders, ich bin da anders. Ich toleriere sowas, im Gegensatz zu manch anderen Leuten. So, ich glaube, langsam nervt's, ne? Also, wenn es zum Nerv anfängt, dann höre ich auf.
So, habe ich noch eine Spitzhacke. Ah, jetzt haben wir einiges an Erde gesammelt. Das ist schön, weil dann kann ich etwas terraformen. Das meine ich natürlich offscreen, ja. Ich werde dann offscreen hier die ganze Erde sammeln und hier unten verpflanzen. Ich weiß nicht, ob ich es nach diesem Part mache oder nach dem übernächsten Part. Nach dem nächsten Part. Mal sehen. Ja, jetzt terraformen wir ein bisschen die Gegend. So, ja. Normalerweise mache ich so ein Terraforming-Sachen gar nicht. Normalerweise mache ich das im Offscreen, aber. Ich meine, der Part, der ist A, eh nicht so lange und B, bin ich jetzt eh in so einem Erzählrausch. Warum auch immer. Ich muss mir mehr so Videos auf YouTube anschauen, die mich provozieren, weil das habe ich gerade eben gemacht, bevor ich diesen Part jetzt gestaltet habe, ja. Was habe ich denn da gesehen nochmal? Ah ja, ich habe mir die Kommentare durchgelesen, genau, von so Leuten, die die AfD provozieren, so wie ich das gerade mache, ja. ja, was die alles schreiben. Mit diesem Ton. Ah, ja, ja. Okay, ja, machen wir das hier noch weg und, wir können nichts mehr tragen. Ja, ich kann die AfD auch nicht mehr ertragen. Ich habe keinen Platz mehr. Wieso habe ich einen Rosenstrauch dabei? Warum habe ich sowas in meinem Inventar? Rasensehendraht. Die AfD ist blau. Du bist Rot. Und blau mag keine Sau. Ja. Gut, wie weit will ich das jetzt hier noch machen? Lass mal schnell überlegen. Warte, wieso habe ich Kupfer? Wo kommt das Kupfer her? Wahrscheinlich, weil ich vorhin über die AfD geredet habe und Kupfer braun ist. Deswegen... Ne? Habe ich die geschenkt bekommen vom Spiel. Notch, danke schön, dass du mir Kupfer schenkst. So, ich mache jetzt da noch Erde draus aus diesem Stein und dann beende ich den Part. Dann haben wir, glaube ich, genug für heute. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesen letzten Minuten, die ich jetzt hier noch aufgenommen habe, ein bisschen den Tag versüßen oder ruinieren. Je nachdem. Ne? Und ich werde mir jetzt dann einen Döner gönnen und eine Pizza natürlich auch bestellen. Und ja. Dann verabschiede ich mich dann auch. Ach so, wir müssen noch das Tagebuch schreiben. Naja, aber was soll ich da hinschreiben? Heute habe ich diesen Weg fertig gebaut. Ja, schauen wir mal kurz. Boah, ich hol mir jetzt mal ein Auto. Ich glaube, wenn es weitergeht, muss ich mir einen Autoklicker holen, dass ich hier. Ja, das kann ich jetzt bald veröffentlichen, so, ne? Das ist Part 188. 188? Wow, Parallelen, ne?
88. AfD weiß Bescheid. Also, was machen wir denn? Part 188. Heute haben wir einen neuen Weg in Birkelingen gebaut, der die Kirche umgeht. In der Kirche haben wir die Glocke und ein neues Stockwerk gebaut, das Birkelingen vor einer braunen Gefahr gewarnt wird. Zum Beispiel vom braunen Imperium von den Simpsons, ja? Genau, ja. Dann, außerdem haben wir die Landschaft bei dem neu erstellten Weg angepasst. Jetzt ist die Frage, Pläne für Part 89 schon, wow, noch 11 Parts, krass. Tja, was machen wir denn im nächsten Part? Das ist eine sehr gute Frage. Hier könnten wir eventuell noch ein Haus hinbauen. Das ist eine sehr gute Frage. Was wollen wir machen? Also ich habe ja schon was angesprochen wegen einem Turm, den wir machen können. Wir könnten da oben einen Wachturm bauen. Immer dieses Gehixe. Also wir könnten da oben einen Turm hinbauen. Haben wir genug Stein für einen Turm? Ich weiß nicht. Also wir haben ja hier schon einen Turm, da hier, ne, da wo der Cursor zu sehen ist, hier. Und wir haben, das ist theoretisch auch noch ein Turm. Ich weiß nicht, ob da noch ein neuer Turm da so passen würde. Also, ne, also taktisch gesehen wäre es eine gute Position für einen Turm, was zur Stadtplanung angeht. Wir könnten aber auch das hier etwas terraformen weiter, so wie wir es in diesem Part gemacht haben am Ende. Oder die AfD würde jetzt sagen, eher terraformen. Tja, also ich weiß nicht, was machen wir bis zum nächsten Part. Was stört mich denn? Gehen wir mal so durch. Gehen wir mal in diese Richtung. Was stört mich denn? Die AfD macht das ja auch immer. Was stört? Was stört? Ich bin kein AfD-Wähler. Ich kann das so schwierig. Ich bin da nicht gut darin. Was stört? Also das ist, glaube ich, das erste Mal in dem gesamten Let's Play, dass ich nicht weiß, was ich im nächsten Part machen will. Das da hinten. Die Hängebrücke entfernen. Okay, die Hängebrücke entfernen. Was noch? Gehen wir mal nochmal rum. Ich glaube, wir brauchen ein neues Bauprojekt für die nächsten 10 Parts, die wir noch haben. Ich will jetzt allerdings kein Megaprojekt machen, weil ich neige dazu, immer so Megaprojekte zu machen, die ich dann nie fertig kriege.
Also, zum einen die Hängebrücke. Die machen wir. Genau, die machen wir. Da, da, da. Ba, 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 ba. Wir könnten die ganzen Birken nochmal entfernen. Nee, das zeige ich nicht im Let's Play. Das mache ich offscreen. Ich zeige dir ja nur Sachen, die wirklich interessant sind. So Holzhacken oder Terraformen, das ist langweilig. Das ist nichts Besonderes. Wir könnten hier Birkeling ein bisschen weiterbauen. So Terraformen und vielleicht ein paar Häuser hinbauen. Aber ehrlich gesagt bin ich damit schon zufrieden. Wir brauchen ein neues Dorf. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Genau. Also, wisst ihr was? Ich lasse es mal frei. Und ich schau mal in diese Richtung, weil vielleicht können wir in diese Richtung gehen und vielleicht mit dem Dorf was machen. Ein bisschen handeln oder sowas. Das haben wir im Laufe des Let's Plays noch gar nicht richtig gemacht. Dass wir mal ein bisschen wegkommen vom Bauen und vielleicht was anderes machen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Dann schreibe ich noch hin. Ja, Kundschaften, Handeln, Kundschaften, Handeln, etc. So, gut, ja, da haben wir ja was. Dann verabschiede ich mich für heute und viel Spaß beim Disliken dieses Videos. Bis dann, euer Anker.